bin Matthias, 39 Jahre alt. Ich war auch auf dem Schufa-Sommerfest auf der Tanzfläche, zumindest wenn gute Musik lief. Schufa und Tech, wie passt das zusammen? Wie passt das nicht zusammen? Eigentlich ein digitales Produkt. Es geht um Daten, es geht um Bonität, ein essentieller Bestandteil der Schufa. Wie reagieren Freunde und Bekannte, wenn du das erzählst? Alles gehört von oh Gott bis ich habe letztens ein Produkt von der Schufa bestellt. Wir sind hier im Standort in Hamburg. Bist du aus Hamburg? Ich komme ursprünglich aus Nordbayern. Wie oft bist du im Office? Also ich bin eigentlich fast jeden Tag im Office. Die Policy ist ja, wir können bis zu 3 Tage im Homeoffice arbeiten und 2 Tage im Office. Vertrauensarbeitszeit, wenn man was in der Mittagspause hat oder auch Nachmittag und mal früher gehen muss, alles kein Problem. Auch nicht stechen sozusagen. Was ist dein Lieblingsort hier im Office? Ich weiß gar nicht. Vielleicht die Kaffeemaschine. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Viele Leute würden sagen, okay, Matthias sitzt die ganze Zeit in Meetings. Das ist auch so. Wir haben manche Themen, die sind super strategisch, wo wir überlegen, okay, was wollen wir denn in 1, 2 Jahren machen? Wo geht's dahin? Sicherlich gibt es aber auch Themen, wo wir ad hoc Entscheidungen treffen müssen. Und das passiert entweder im Management-Führungskreis, aber es passiert auch mit meinem Team zusammen, mit den Product-Ownern, Architekten, die bei mir im Team sind. Von was warst du positiv überrascht, als du bei der Schufa angefangen hast? Ich glaube, ich war gar nicht so sehr überrascht, was ich persönlich als gut empfinde. Ja. Was ich aber positiv fand, war wirklich eigentlich die Offenheit, was nach vorne bringen zu wollen. Die Leute wollen was bewegen. Was sind deine liebsten Benefits bei der Schufa? Tatsächlich einfach das Deutschland-Ticket, gerade für den Weg zur Arbeit. Ich hatte das vorher auch so, aber es ist natürlich jetzt cool, dass wir es mit dabei haben. Dein ultimativer Tipp für ein gutes Arbeitsklima? Das ist, glaube ich, Störungen first. Fakten auf den Tisch, Emotionen vielleicht auch auf den Tisch und dann lösen. Welche Programmiersprachen sprichst du? Wenn man irgendwas kleiner skripten muss, bin ich hier großer Python-Fan. Welche Vorteile siehst du in Cloud Computing? Wir können uns mit der Cloud auf die Sachen konzentrieren, wo unser USP ist, wo wir was voranbringen können, wo wir auch starke Expertise drin haben. Warum braucht die Schufa ITler? Ich glaube auch nicht, dass die Schufa erst jetzt ITler braucht. Also wir haben die ganze Zeit schon relativ viel Software entwickelt. Das ist einfach super essentiell, dass wir in-house per Tech- oder IT-Seite stark aufgestellt sind.